Die ÖDP steht für Gemeinwohlökonomie und gegen ein unkontrolliertes Wachstum in der Wirtschaft. Wir sind nicht wirtschaftskritisch damit, aber wir sind wachstumskritisch. Warum? Weil wir wollen, dass dieser Planet erhalten bleibt. Unsere große Bedrohung ist die Klimakrise. Gleichzeitig haben wir den Artenschutz, den wir treffen müssen, wofür wir Maßnahmen ergreifen müssen. Dafür stehen wir und deswegen sind wir wachstumskritisch eingestellt. Wir hatten unser erstes Symposium in Coburg zur Wachstumskritik und daraus ist ein Buch entstanden, Wirtschaft ohne Wachstumszwang. Das habe ich geschrieben als Auswertung von diesem ersten Symposium. Das ist jetzt ein neues Wirtschaftssystem, ökologisch-soziale Marktwirtschaft, aber dieses Wirtschaftssystem ist nicht einfach fertig, sondern wir wollen weiter daran arbeiten. Und deswegen haben wir ein zweites Symposium aufgelegt. Das soll am 21. und 22. Mai wieder in Coburg stattfinden. Da geht es vor allen Dingen um die Themen Finanzwirtschaft und Arbeit und Soziales. Beide Themen sind Brennpunkte, scheinbar ein Widerspruch oder scheinbar ein Gegensatz. In Wirklichkeit aber werden wir beides brauchen, mit beiden arbeiten müssen. Wir müssen das eine mit dem anderen versöhnen, damit wir eine Erneuerung der Wirtschaft und eine Erneuerung der Gesellschaft hin zu einem Wirtschaften und einer Gesellschaft hinbekommen, die in der Lage ist, diesen Klimawandel zu begrenzen und wieder sich für Artenschutz ganz anders und neu einzusetzen.